Hallo, mein Name ist Klaus Breinig und ich zeige euch heute auf dem Bastard auf der Rötisserie ein Kebab. Fürs Kebab habe ich hier reines Lammhack. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit zu mischen, Geflügel, ein bisschen Schwein, Rind, so wie ihr mögt. Und da würzen wir jetzt auch als allererstes Salz drauf. Ich mache auch hier etwas Zucker mit rein, ein bisschen Estragon, etwas Rauchpaprika, ein bisschen Zimt mit rein und etwas Kümmel. Dann kommt etwas Panko-Mehl mit rein und drei Eier. Perfekt. Jetzt wird das Ganze gemischt. So, dann hole ich mir eine Zwiebel, halbiere die einmal so. Jetzt habe ich hier den Drehspieß. Hier ist der Motor, hier ist das Ende. Ich habe mir hier markiert, wo der Grill ist. Das heißt, ich kann bis hier gehen. Das ist ganz wichtig. Ich mache das auf. Dann setzen wir unseren Spieß ein. Wichtig ist, dass ihr anschaut, wie gleichmäßig er dreht, ja, und dass die Temperatur so um die 200 bis 250 Grad ist und die Kohle nur im hinteren Bereich ist, also nicht vorne, sondern nur im hinteren Bereich. Wenn unser Kebabspieß jetzt schön drehen kann, kümmern wir uns um die Beilagen. Da habe ich hier so ein bisschen Tomate, Petersilie, Zwiebeln, alles untereinander. Etwas Öl, Salz, ein bisschen Pfeffer. So, durchrühren, fertig. Dann machen wir einen kleinen Dip dazu. Das ist jetzt ein bisschen Joghurt. Und da hole ich mir ein bisschen Limette. Aufschneiden. Und jetzt einmal drücken. Etwas Salz. Zucker. So, jetzt können wir gleich ans Anrichten gehen. So, ihr schaut immer nach der Farbe. Wenn der so aussieht, dann können wir ihn runternehmen. Schneiden jetzt richtig schön uns die schönen Stücke ab. Das ist euer Kebab vom Bastard mit der Rötisserie. Viel Spaß beim Nachgrillen.